MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was gibt bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ja Freunde, heute wollen wir uns mal was ganz Sensationelles anschauen, nämlich Vader, der eine Imperiale vor Palpatines Zorn beschützte und wie das Ganze halt endete. Dazu schauen wir uns die Comicreihe Star Wars an aus dem Jahre 2013, by the way, sehr kreativer Name. Sidious ist da nicht ganz so erfreut über die Zerstörung des Todessterns und das lässt der Vader auch spüren. Vader muss die Führung seines Sternzerstörers Devastator an Colonel Bircher abgeben, um dann mit einem nicht gekennzeichneten Schiff zu den Koordinaten, die Sidious ihm gibt, fliegen. Vader fand das natürlich auch nicht so geil, weil er das als Degradierung sah und sich eben nicht darum kümmern konnte, den Zerstörer des Todessterns zu finden. Damit war er nämlich beschäftigt, wissend, dass dieser Pilot Skywalker hieß. Vader musste also zu den geheimen Koordinaten fliegen und durfte dort dann die Errichtung des Todessterns Nummer 2 überwachen, was er natürlich ungeil fand, weil ihm die Aufgabe seiner Meinung nach nicht würdig war und er sowieso nie was vom zweiten Todesstern hielt. Doch während seiner Aufgabe dort hat er eine Verbündete des Imperiums kennengelernt, nämlich Bira Sey. Und zwar bei einem Meeting mit hochrangigen Imperialen wollte ja Vader Druck machen, damit die Fertigstellung des Todessterns in dem Zeitplan von Sidious geschieht. Doch ein Admiral widersprach ihm und sagte, wenn der Imperator nur hier wäre, würde er verstehen, dass die Deadline einzuhalten unmöglich ist. Und ja, wie wir halt Vader kennen, das ist ja normal bei ihm, hat er den Admiral erstmal mit seinem Schwert penetriert und das auch noch auf eine Homo-Basis, das heißt, der Admiral war weg vom Fenster und ja, Vader fragte noch, ob irgendwer es wagen würde, dem Admiral zuzustimmen. Normalerweise schweigen da die Lämmer, doch Bira Sey dachte sich, nee, das tun wir nicht und sagte leise, er hat recht. Vader konfrontierte sie und diese erklärte, dass sie eine Kuat-Angestellte ist. Bei Kuat baut man halt Raumschiffe und so weiter und sagte, dass der Admiral durchaus recht hat und Sidious sich gar nicht ein Bild von all den Details und so weiter machen kann, also was alles nötig ist bei so einer Konstruktion. Vader hat ihm zugehört und danach gesagt, dass die Macht in ihr stark sei. Anscheinend ist sie zu einem gewissen Grad machtsensitiv, was sie aber selber gar nicht verstanden hat, weil sie damit ja gar nichts zu tun hat. Vader hat daraufhin das Meeting abgebrochen und Bira alleine gesprochen und die haben sich letztendlich darauf geeinigt, dass sie temporär zum Moff wird und den Todessternbau überwacht, während Vader sich um seine Feinde kümmert, denn er hat ja schließlich genug davon, wie sie selber sagt, doch zu diesen gehören halt nicht die Imperialen, die sich dem Bau des Todessterns widmen. Vader nahm das also an und sagte ihr, dass Skywalker sein Fokus ist und er sich dem widmen wird, denn er hat den ersten Todesstern zerstört und dass sie aber beten soll, dass der Imperator zufrieden ist mit dem Fortschritt des Todessterns, denn niemand kann sie vor ihm retten. Als Sidious dann kam, hatte sie aber gar nicht die Chance, ihm den Fortschritt zu präsentieren, denn Sidious war außer sich, weil er Vader erwartet hat und eben keine Systemdesignerin von Kuat in der Uniform eines Moffs. Er empfand sie als unwürdig ihrer neuen Aufgabe und schickte sie auf ihr Quartier mit dem Verweis, dass er sich später um sie kümmern wird. Ja, und das klingt halt nicht so super, wenn du das halt von Sidious hörst. Und dementsprechend dachte sich später Bira dann auch, Suizid ist wohl die beste Option, denn sie hat wohl erwartet, dass Sidious sie nicht verschonen wird. Doch als sie den Blaster auf die Brust legte, sprach Lord Vader mit ihr mittels Macht und forderte sie auf, die Waffe wegzulegen. Sie war komplett schockiert und fragte sich, wo Vader ist und dieser verwies darauf hin, dass sie halt machtsensitiv ist und dass sie nicht auf das achten braucht, was Sidious sagt, denn er wird sie beschützen. Und tatsächlich hat sich Bira als recht nützlich erwiesen, auch wenn sie die Aufgaben des Moffs gar nicht machen konnte, denn sie arbeitete ja quasi dann undercover und das halt für Vader auf dem Schiff und sie fand halt später dann heraus, dass zwei Rebellen gefangen genommen wurden auf seinem ehemaligen Sternzerstörer Devastator und dass einer der beiden halt Antilles hieß und der andere war ein Feuchtfarmer auf Tatooine und als Vader das hörte, unterbrach er sie und sagte Skywalker, was Bira natürlich verwunderte, denn sie wusste halt nicht, woher Vader das weiß. Jedenfalls, Vader gab ihr einen neuen Auftrag, nämlich, dass dieser Skywalker unbedingt, egal was es kostet, lebendig zu ihm gebracht werden musste. Das Problem war nur, dass bevor Bira ihn festnehmen konnte, also Skywalker und so, war Luke schon von der Devastator geflüchtet, was eigentlich ja nicht ihre Schuld war,
Sie war ja auch gar nicht auf der Devastator. Allerdings wusste sie, dass das keine Rolle spielt. Sie wusste, dass sie in Vaders Augen versagt hat und so flüchtete sie in dem Chaos während des Kampfes zwischen dem Imperium und der Rebellenflotte. Sie hinterließ eine Nachricht der Entschuldigung und halt eine Bitte um Vergebung. Doch Vader versprach, dass sie sterben wird, so wie die dreckigen Rebellen. Nicht nur, dass Luke weg war und Bira, es kam dann auch heraus, dass Colonel Bircher, der die Devastator übernommen hat, schon immer ein Rebellenspion war. Und darauf ging Vader mit Ensign Nanda, einer neuen Dienerin von ihm, zu der Besatzung unter Bircher und ja, kurz gesagt, er hat auch die unrechtmäßig für alles verantwortlich gemacht, exekutiert und so weiter. Und das hat diese arme Nanda alles mit ansehen dürfen. Jedenfalls von dieser Nanda, als das alles vorbei war, die hat das Ganze aber überlebt, Vader hat bei ihr nichts gemacht, erfahren wir, dass es Gerüchte gab, dass auf irgendeinem abgelegenen Outer Rim Planeten die Leiche von Bira gefunden wurde. Also wir wissen nicht sicher, was mit Bira geschah, aber es sieht so aus, als ob sie Vader auf irgendeine Art und Weise zum Opfer fiel. Letztendlich gingen also auch diese Beschützungen seitens Vader für die Imperiale wohl nicht gut aus, beziehungsweise Imperiale Verbündete. Doch es ist schon einmalig, eine Person widerspricht Vader, nachdem bereits vor ihren Augen ein Widersacher eiskalt ermordet wurde, weil er die Wahrheit gesagt hat. Sie wird dann aber nicht auch ermordet, sondern Vader erkennt eine Machtsensitivität bei ihr und beschützt sie temporär vor dem Imperator, was schon einzigartig ist im Vergleich zu dem Schicksal des Admirals oder der Besatzung unter Bircher, wo Vader auch einfach seine Wut rausgelassen hat und Leben verschwendet hat. Generell kann man dort auch ganz gut sehen, dass dieses Motto "bestrafe einen, erziehe viele" außer Kontrolle geraten ist. Also Darth Vader hat ja wirklich viele imperiale Kräfte, die oft auch recht kompetent waren, einfach weggeworfen, nur weil sie gewisse Aufgaben nicht geschafft haben, die teilweise aber auch unmöglich waren. Empathie gab es ja im Imperium sowieso nicht, doch war das auch aus rein rationaler Sicht nicht das Klügste, denn man hat somit viel Kompetenz und Arbeitsleistung verschwendet. Ich frage mich manchmal auch, ob Imperator Palpatine das nicht hinterfragt hat, denn sonderlich effizient war das wie gesagt ja nicht. So Leute wie Bira, der Admiral vorhin oder eben diese ganze Besatzung waren ja nicht per se inkompetent. Selbst Vader hat sich ja, was Bircher betrifft, auch täuschen lassen, wie der eine etwas unüberlegt am Anfang sagte. Man hätte die auch degradieren können, aber so wird halt viel Kompetenz auch weggeworfen. Man riskiert Attentate auf sich selber. Vielleicht überlegen sich Leute dann dreimal, ob sie überhaupt in der Flotte arbeiten wollen oder aufsteigen wollen und so weiter. Aber was sagt ihr, Freunde? Findet ihr Vaders erbarmungsloses Verhalten hier clever oder eher weniger? Ballert's gerne rein. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, warum Yoda die Order 66 nicht verhindern wollte, dann checkt das Video im Abspann ab, wenn es da nicht mehr ist. Dann im angepinnten Kommentar. Ansonsten, wenn ihr weiteren geilen Star Wars Stuff künftig sehen wollt, dann bumst die Abo-Glocke und den Abo-Button. Dann bleibt ihr immer up to date. Haut ordentlich rein. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.